Freitagabend, 19 Uhr, geilen Schnittchen. Das bedeutet wieder Civilization 5 und der Brammen ist natürlich auch wieder mit dabei. Ja. Selbstverständlich. Oh ja, selbstredend, ja. Und wir befinden uns in Runde 170, 1725 nach Christus. Also unser geiler Checker ist schon lange ans Kreuz genagelt worden. Und das bedeutet, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber unsere Städte wachsen und gedeihen, wie man sehen kann. Ich bin gerade selbst überrascht, weil ich mir Ideen schon lange nicht mehr angeguckt habe. Level 15 schon. Leck mich mal verdammt Arsch. Wie sieht's beim Rammen aus? Level 21. Level 21 hat Kopenhagen schon. Guckt euch mal das Riesending hier an, ohne Scheiß. Da steht der schiefe Turm von Pisa, ja, in Kopenhagen, so wie sich das gehört. So wie das muss. Ja, so wie das sein muss. Und Dennis ist ja gerade noch dabei, Krieg zu führen mit Antananarivo, weil die einfach da sind. Ne? So ähnlich habe ich das im Kopf gehabt. Und ja, also kann man das jetzt nicht sagen, finde ich. Aber eigentlich schon. So, unsere Städte sehen ganz schön. Achso, das ist Ileife, ja, die hat nichts mit uns zu tun. Ja, wunderschön, würde ich sagen. Da steht ein hübscher Leuchtturm. Und ich drücke jetzt einfach mal auf nächste Runde. Ach ja, genau. Wir hatten ja einen kleinen Zwist mit Barcelona. Deswegen stehen jetzt auch unsere Reiter hier. Aber ich habe ja das Gefühl, dass das nicht lange so bleiben wird. Deswegen haben wir noch Janitschare gebaut, wenn ich jetzt mal wüsste. Ach nee, die sind noch in Produktion. Die wir auch hier an die Grenze stellen werden. Weil, wie man sehen kann, ich glaube, da wird noch was passieren. Aber ich drücke erstmal nächste Runde, sonst wartet der Bram so ewig auf mich. Ich bin gerade so länger dran, als du irgendwas zu tun. Ach so. Ja, wie gesagt, also ich bin fest davon überzeugt, dass das hier, was die nette, wie heißt sie, Elisabeth, oder wie heißt die dumme Schlampe? Handeln? Ja, Isabella. Elisabeth. Isabella. Isabella. Genau. Ja, auf Wiedersehen, Isabella. Dass das hier definitiv nicht innerhalb deren Grenzen bleiben wird. Also ich glaube, da kriegen wir noch einen kleinen Besuch von denen. Weil das lässt die sich irgendwie nicht so richtig gefallen. Aber, okay. Ne? Wenn sie das so will. Wir warten jetzt noch ein bisschen. Werte vor Ort. Was macht das eigentlich nochmal? 20%. Ach genau. Genau, wir haben eine Weltreligion erlassen, und zwar das Judentum. Ach so, das ist mittlerweile eine Weltreligion. Genau, die ist gerade erlassen worden. Ja. In der letzten Runde. Ja. Hammer geil. Bram hat sich gerade einen Energy Drink aufgemacht. Ja. Hammer geil. Und wir haben die Weltausstellung gemacht. Und zwar 100% Kultur, hält 20 Runden, wer es als erstes schafft, das Ganze zu bauen. Am meisten dazu beiträgt. Okay, wie kann ich denn dazu beitragen? Du kannst in der Stadt unter Produktion. Sollte man das eigentlich irgendwo einstellen können? Da ist ja gerade auch nicht wo. Nee, sehe ich hier auch nicht irgendwie. So, wir haben Navigation entdeckt. Die Einheit hier kann. Links machen. Was ist das hier? Opa. Großer. Ingenieur und Next Round. Sehr schön. So, unsere Janitschare werden nächste Runde auch fertig. Ach, zumindest, oder? Ja, da wird er fertig und da wird er fertig. Hier ist gerade das Opernhaus fertig geworden. Und deswegen können wir jetzt hier, was können wir denn hier auch mal machen? Zufriedenheit plus 2, das ist doch wunderschön. Wir haben mittlerweile immer noch 94 jede Runde. Ist ein bisschen gesunken, aber bei den ganzen Einheiten, die wir stehen haben, ist das natürlich auch kein Wunder. Aber da investiere ich lieber in die Einheiten und ein bisschen weniger Gold die Runde, als dass mich nachher Isabella da angreift und mir meine Städte voll platt macht. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das finde ich nämlich auch nicht so geil. Oh, mein Agent hat herausgefunden, dass Honolulu, also Agent Matt hat in Honolulu hat herausgefunden, dass Kamehameha geheime Pläne gegen der Hardy schmiedet. Was? Nein. Doch. Okay. Was das genau bedeutet, kann ich dir natürlich nicht mitteilen, weil ich es nicht weiß. Hier mein Honolulu oder was? Ja. Oh ne, mit dem handle ich doch die ganze Zeit so gut. Wieso, was will der denn von mir? Alter, was ein Arschkriecher, der ist ja auch schon Einheiten am Machen. Ey, ihr wollt mir doch jetzt verarschen, ihr wollt mich doch jetzt nicht von zwei Fronten aus angreifen, oder? Oh, da kriege ich doch schon wieder zu viel. Ach, da ist meine Karawane. So, wer bringt mir denn am meisten? Ja, natürlich Honolulu, ist klar, ne? Würde ich sagen. Ich könnte natürlich auch ein bisschen mit Madrid handeln. Vielleicht mögen die mich dann mehr, aber die haben sich schon, aber die kriegen nichts mehr von mir. Also könnte mir richtig der bei den Arsch knutschen. Und nächste Runde. Boah, das so. Laden ging aber schnell. Das Laden ging fix. Das ging fix, nicht wahr?
So. Einer in Beförderung. So, jetzt schalte ich mal auf. Eine Einheit von mir wurde leider getötet im Krieg, aber gut. Es erfordert manchmal Opfer. Es erfordert manchmal Opfer, Diplomatie in andere Länder zu bringen, wie Amerika immer so schön sagen würde. Alter, wie weit können die Janitschare bitte laufen? Der ist mal eben von da oben hier hingelaufen, what the fuck? Oh, das nenne ich aber Premium, Alter. Ja, aber du hast bestimmt auch schon Straßen oder sogar schon Schienen, oder? Ja, okay, die haben sich auf Straßen bewegt. Okay, alles klar. Hat mich gerade schon gewundert, warum die sich so hardcore-mäßig krass bewegt haben. Ja, okay, so weit können die nämlich eigentlich nicht. So, Produktion wählen. Was nehmen wir denn? An Wundern? Eine Burg. Tja, ein Seehafen. Tja, Zufriedenheit plus 1. Ja, dann würde ich einfach mal behaupten, bauen wir hier auch einen Seehafen. Oder? Mach mal. Oh, da muss ich auch noch eine Produktion wählen. Ah, eine Windmühle. So, ich schicke mir direkt mal meinen großen Propheten nach Florenz, damit er auch schön das Judentum da durchdrückt. Hammer. Nach Florenz. So. Tja, wir können eigentlich diese Runde noch nicht allzu viel machen. Also hier haben wir unsere Janitschare. Die stelle ich jetzt einfach mal so ein bisschen im Verbund hier so mit meinen Rittern hin, weil ich traue der Isabella wirklich um keinen Preis. Kann ich nachvollziehen, was ist das denn? Ein und großer General. Den stelle ich in Richtung damit Hohen machen. So, hatte ich dich noch irgendwelche gebaut? Ach, da unten in Konya. Na gut, aber die sind ja jetzt noch nicht am Start. Weil einfach so viel so tief sind, dass ihr bald keine Freunde mehr seid. Ach komm, Ili, du kannst dich am Arsch stecken, wenn du aufmuckst, dann baller ich dich weg. So einfach ist das. Du bist komplett bei mir umrundet von Truppen. Wenn ich will, dann bist du platt. So, so in Kaupang bauen wir jetzt noch schnell auch noch Bahnhof und in nächste Runde. Next round, Mami. So, da haben wir auch schon meine Musketiere. Was hat sich denn getan? Hier tut sich mittlerweile eine ganze Menge bei den ganzen Symbolen hier. Da muss man echt den Überblick behalten, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und ihr wartet einfach jetzt mal so lange. Bereitschaft. Ihr bleibt in Bereitschaft. Du bleibst auch in Bereitschaft. Ihr habt nämlich gerade nichts zu tun. Ansonsten... Ihr dürft auch angreifen. Ah, ich kann eine Produktion wählen. Hä? Habe ich da noch keinen Hafen? Was ist denn da? Der Amboss steht am 8 Schaden. Die sind gestorben, leider. Da machst du nix. Oh, ich kann was bauen. Ein Seehaken. Ich kann noch was bauen. Einmal noch Pekiniere und nächste Runde. Was macht der Bramländer? Der gibt wow! Alter Schwede. Oh, was ist denn da? Das passiert. Hat Washington wieder meine offenen Grenzen herstellen. So, was wollen die hier? Irgendwas Schönes handeln? Ne, mit denen kann ja, Eleife. Polynesien in Amerika öffentlich denunziert und die ganze Welt gewarnt, dass man dieser Zivilisation nicht trauen kann. You don't say. So. Uffizien von Kamehameha vollendet. Aha. Eure Stadtverbindung zwischen Bursa und eurer Hauptstadt Istanbul wurde unterbrochen. Wie bitte, was? Zwischen Bursa und meiner Hauptstadt Istanbul. Wo ist denn Bursa? Was? So, warum? Dann greifen wir hier mal an. Und what? Wir können was bauen. Ohne Spaß, Ileife gibt mir ja schon so ein... Wieso ist denn die jetzt unterbrochen worden? Willst du mich verarschen? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Einmal darf ich noch Produktion wählen. Was können wir noch bauen? Zwischen Konya und eurer Hauptstadt wurde... Ach, das ist bestimmt wegen Ileife. Ein Tribok. Seehafen und weiter geht's. Ohne Scheiß. Ileife muss. Ich mach die bald platt. Die mach ich auch bald platt, das sag ich dir aber. Da haust du die weg? Na, die hau ich echt weg, ohne Spaß. Können wir mal richtig derbe die Eier knutschen, können sie mir. Kann die noch irgendwas Gutes handeln?
Schrein, Kornspeicher, Karavelle. Was mache ich denn mit einer Karavelle? Das ist doch ein Kampfschiff, oder? Ach so, eine Erkundungseinheit. Tja, gut, was bringt mir das jetzt, den Ozean zu erkunden, ne? Also, da würde ich einfach sagen, machen wir mal einen Kornspeicher. Einheit benötigt Befehle. Ja. Die steht hier, dann begebt ihr euch einfach mal hier hin. So. Nächste Runde. So, sagt er. Ja. Next round. Oh, was ist denn da passiert? Kanada ist Industrie. Rotes Fort. Polynesien, bla bla. Bla bla. Ja, hammer geil. Angreifen, Schrift angreifen. Boah, wie der da alles für sich hat. Ey, guck dir das mal an. Da wegrotzen. Doch, da. Nein, genug Erfahrung. Alter, Madrid ohne Spaß. Sehr gut. Ich will, dass Madrid aufhört, so aufzurüsten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Guck dir mal den Bram an, ey. Wie der hier einfach mal. Oh, ich kann wieder eine neue Technologie machen. Eine neue Dings machen. Eine neue Dings? Eine neue Dings, Junge. Dings, Junge! So, Produktion wählen. Was wollte ich denn hier machen? Wie wär's mal. Zoo? Nee. Machen wir mal. Könnte man nicht mal eine Burg machen, ne? So, das Triebwerk haben wir auch. Wir haben ja Industriezeitalter entdeckt und wir bauen. Einheit benötigt Befehl. Oh, meine Karawane. Ein Berserker noch. Erstmal wieder schön mit Honolulu handeln, weil die bringen die meiste Knete. Go for it. Alter, ihr wartet. Verteidigungsstellung. Nächste Runde. So, ah, was haben wir denn da? Eine Einheit wurde befördert. Berserker, Angriff. Nein, nicht, das war falsch. Angriff. Ein Museum! Ist das nicht wunderschön? Angriff. Kann ich nicht mittlerweile mal wieder so eine. Ach nee, kann ich leider nicht. Kein Handelsschiff, Angriff. Keine Karawane. Öde, öde. Also Museum. Ja, Alter, kann ganz ich kurz einen Archäologen bauen. Geht von deiner Karawane aus. Wir haben die Archäologie entdeckt. Wieso zum Teufel handeln die da mit einem. Okay. So, da geht einfach nur darum. Aha, okay. Oh, und wir können eine Karawane wieder losschicken. Einheiten benötigt Befehle. Nächste Runde. So, du darfst hier mal drauf schießen. Dass die mal wegrotzen. Aber was ist denn hier wieder alles passiert? Was wollt ihr als nächstes forschen? Oh ja, das sollten wir vielleicht mal nachgucken. In ein goldenes Zeitalter. Wir haben die Chemie entdeckt. So, boah, guck mal, was wir schon alles geforscht haben, ey. Verdammt Arsch. Oh, Alter. Das ist schon alles geforscht, ja? Alter, Junge. Offenbart Kohle und ermöglicht den Bau der Fabrik, eines Gebäudes, das die Produktion einer Stadt stark steigert. Ja, dann mach her damit, würde ich sagen. So, dann darf hier Viborg mal kurz eine Kaserne bauen. Bla bla. Dann noch 4 Runden. Ein Museum. Nice. Es wurde eine und große Persönlichkeit geboren. Wer denn? James Watt. Ja, was kannst du denn? Schick dir Gewinner, bla bla, nichts tun. Wassermodus, aha, okay. Opfer die Ressourcen, um die aktuelle Produktion der Stadt zu beschleunigen. Oh, das ist ja cool. Ihr habt die Chemie entdeckt. Wunderbar. Und hier kann ich wieder was Neues forschen. Was denn? Schrein! Ein Schrein! Oh, die Karawane hat wieder aufgehört zu handeln. Und ja, erstmal noch Honolulu, ne? Boah, mein Gold hat aber ganz schön abgenommen mittlerweile, muss man mal ganz einfach mal sagen. Ja, mittlerweile bei 1277.
Achso, ja, ich bin auch bei 3100, aber pro Runde meine ich jetzt so. Ich bin bei 72 gerade. Ah, okay. 113 habe ich gerade. Ja, jetzt, aber meine Einheiten halt, ne? Jetzt bin ich sogar bei 63 jede Runde. Das ist nicht so geil. Warum auch immer ich jetzt auch mal bei 63 bin. Idylle produziert gerade nichts. Warum nicht? Was soll das? Ich hab dir doch gerade. Alter, ich geb dir doch den ganzen Zeit einen Auftrag, oder nicht? Willst du mich verarschen? So, da haben wir noch einen Archäologen. Kaserne. Komm, wir mal einen Tempel. Politik anführen. Ah, was können wir denn jetzt machen? Plus 1 Gold für jeden Hafen, Seehafen oder Leuchtturm. Oh, wie fett ist das denn? Ein großer Admiral erscheint. Plus 2, blablabla. Mal her damit. Handelsmarine. Oh! Handelsmarine. So. Bürger des Stadtstaats Mbanza-Kongo glauben, dass sie mit einem Handelsweg voneinander profitieren können. Aha, ja, das glaube ich aber weniger. Wo seid ihr denn überhaupt? Mbanza-Kongo. Ach, da! Oh, das sind auch Juden. Ausruhen, du darfst heilen. Boah, guck mal, wie Bram hier das Judentum durchsetzt. Er leckt mich mal fett am Arsch. Ja, ist auch gerade Weltreligion. Muss ich ja ausnutzen. Ja, ist bei mir noch nicht so ganz angekommen. Bei mir wird ein bisschen was anderes geglaubt, was auch immer das ist. Ist das der Islam? Nee, ich habe keine Ahnung, was das für. Was haben wir denn hier? Wo kann ich denn nachgucken, was ich für einen Glauben habe? Du hast. Einfach mit deiner Stadt drüber gehen. Du hast 10 Anhänger von diesem komischen Zeichen. Ja, was ist das komische Zeichen denn? Kultur. Das sieht so ein bisschen nach. Gut, ist natürlich jetzt ein bisschen klischee-mäßig gewesen, dass ich bei arabischen Schriftzeichen direkt in den Islam gedacht habe, aber das sieht so ein bisschen arabisch aus, habe ich so das Gefühl. Würde mich mal interessieren, was das ist. Wobei wäre sicherlich Religion. Wenn ich eine. Wobei, das mal kommt, ist ja. Du hast Hinduismus. Hinduismus? Ja. Ach so. Interessant. Okay. Hinduismus ist das. Oh, ich finde, ich mag den Hinduismus. Die sind so immer so voll gechillt irgendwie. Antwerpen. Wunderschön. Ja, nächste Runde, würde ich mal sagen, ja. Ja, auf jeden Fall, wa? Der Stadtstaat Mbanza, Kongo braucht keine Investoren mehr, das ging ja schnell. Ja, du kannst schon mal nach unten laufen. Ein Gegner ist in der Nähe. Ankara. Ankara ist bereit für einen Hafen. Ja, oh, was? Auf die Stadt drauf. Wissenschaftsberater. Ja, dann bau halt deinen beschissenen Hafen, du kleiner Wichser. So, Museum. Ich hab eigentlich eine Stadtangründung. Nächste Runde bei mir. Einheit benötigt Befehle. Ah, mein Frachter. Okay. Ja, sicher. Honolulu, Junge. 23 Gold pro Runde, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Los geht's. Bang, Junge, da geht's. Haha. So möchte ich das sehen. So und nicht anders. Nächste Runde. Boah, wie Bram hier sein, die mit der Religion hier durchsetzen will, wa? Du bist ganz schön, ne? Was hast du dafür gehalten? Mal weg. Oh, so, die kann Bram, ich noch besser befördern. Das sieht schon ganz schön modern aus hier. Was so, haben wir denn noch alles hier? Einfluss, wir sind keine Freunde mehr, okay. Genauigkeit, perfekt. Voll cool, dass Istanbul unsere Hauptstadt ist, aber kleiner. Als Idee, das ist echt der Wahnsinn. Aber naja. Hier noch eine Produktion wählen. Wir wählen. Das. Was wählen wir? Das? Helden-Epos. Das ist das Kriegs-Epos. So, nächste Runde. Oh, das wird ja quasi wieder annulliert. Wunderschön. Uiuiuiui, hier können wir aber auch eine ganze Menge bauen. Nächste Runde. Next round. Nächste Runde. Dumm, 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 dumm. Dauert aber lange. Dauert gerade echt lange. Mal gucken, was alles passiert, ey. Oder passiert bestimmt gleich eine ganze Menge. Aber da ist jetzt eine ganze Menge passiert. Leck mich mal am Arsch.
Und wieder eine neue Produktion. Wunderbar. Ach, deine Mutter Militärberater empfiehlt, den Seehafen zu bauen. Noch eine Einheit hier aufrüsten. Was bauen? Was bauen wir denn? Armbrustschützen. Boah, dann bauen wir ein Antanarivo auf die Fresse geben. Ich krieg ja auch für jeden Seehafen kriege ich ja auch Gold, ne? Durch meine Politik. Ah, dann sollte ich vielleicht doch bauen. Was haben wir hier? Eisenhütte! Benötigt Werkstatt einstellen, hier mehr steht, das würde nie kosten. Oh, der Louvre. Den können wir nicht mehr bauen. Der ist schon gebaut worden. Bullshit, den kann ich doch bauen hier. Echt? Ja, sicher. Hier. Ich will den nicht bauen. Na egal. Ich kann den bauen. Aber ich möchte jetzt erstmal die Eisenhütte bauen. Und wo ist denn mein komischer Typ hier? Steht der nicht normalerweise hier rum? Meine bekannte Person. Wo war die denn? Ach ja, hier. Was ich nur sagen kann, bei dir sind Altertumsstätten entdeckt worden auf dem Land, wie du siehst, zwei Stück, sehe ich gerade auf Anhieb. What? Ja, mit einem Archäologen kannst du die ausheben. Ach da! Altertumsstädte. Kann man durch Modernisierung zur archäologischen Ausgrabung an der Fakt für ein großes Kunstwerk abwerfen oder in ein Wahrzeichen Modernisierung umgewandelt werden. Okay, also mit einem Archäologen. Dafür brauchst du einen Archäologen. Ja. Aber also so ein Archäologen berühmte Persönlichkeit, oder kann ich den bauen? Nee, den kannst du einfach bauen. Aber einer ist halt nur für ein Feld zuständig, also brauchst halt dann quasi zwei, wenn du zwei hast. Archäologe. Universität in der Stadt benötigt. Aha, die habe ich noch nicht. Das tut mir furchtbar leid. Tja, nächste Runde. Ich habe noch keine Universität. Aber kann ich auch keinen Archäologen bauen. So ist das Leben, würde ich sagen, wa, Dennis? Manchmal ist das Leben so. Alter! What the fuck? Bitte mit meiner Links ab. So, wir sind nicht mehr mit Wittenberg befreundet. Warum auch immer. Aber das ist mir eigentlich scheißegal. Antwerpen. Mhm, interessant. Mumbasa und Suche, bla bla. Dann kommen wir noch auf den Wunsch in anderer Stadt. Ja, das ist ja wunderschön. Ja, kann man nichts machen, diese Runde. Und was macht der Bram denn da? Oh, Antwerpen hat er schon ordentlich eingesteckt. Nur eine Frage der Zeit, bis es drauf geht. Alter, die heilen sich aber jede Runde auch selber, aber. Ja. Doch immer schön drauf schießen. Was geht denn da ab? Ist das mein Schiff? What the fuck? So, und euch darf ich auch aufrüsten. Was bauen wir jetzt noch? Nochmal einen Archäologen. Alles klar. Die Stadtmauern. Hier bauen wir noch mal schnell eine Kanone. So. Oben bauen wir die Produktion wählen. Oh, 69 pro Runde haben wir mittlerweile. Das ist ja jetzt auch nicht so mega viel. Kaserne, Bibliothek. Oh ja. Ja, brauchen wir mal eine Bibliothek. Babibu. Oh, ich glaube, da ist irgendwie wieder so ein Handel zwischen uns wieder ausgelaufen, habe ich das Gefühl. LOL, jetzt habe ich wieder 93 jede Runde. Wo ist denn das jetzt hergekommen? Ah, Stadtverbindung eingerichtet. Ich könnte natürlich auch daher kommen. Sehr schön. Wunderbar. Gefällt mir. Altertumsstraße, Dschungel. Aha. Das ist aber meine, ne? Ja. Dann die anderen. Ja, du darfst dich kurz heilen. Du darfst dich heilen. Du darfst ballern. Das? Kann ich hier eigentlich einen Archäologen bauen? Soll ich denn noch was siedeln? Mir ist alles zu. Einheit benötigt Befehle! Was, wer denn? Ich hab dir doch gerade gesagt, dass du... Lol, wieso ist denn der jetzt schon angegriffen worden? Alter, willst du mich verarschen? So, ihr baut einen Leuchtturm. Warum lässt der mich nicht in Ruhe, diese Kack-Barbaren-Dinger da, ey?
Eine Produktion kann ich noch wählen. Hier in der Burg. Nächste Runde. Nächste Runde. So, was ist denn so alles passiert? Okay. Produktion wählen. Schon wieder. Universität! Ja. Du darfst schießen. Lol, da konnte ich auch ein Krankenhaus bauen. Du darfst schießen. Du darfst schießen. Ja, auf jeden Fall. Kanone. Krankenhaus. Nein, 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 ich will das Krankenhaus bauen. Aha, okay, gut. Was ist das denn hier? Auf der aktuellen Tagung von Gipfel 200 warten Abgeordnete. Erlassen Weltreligion, Judentum. Boah, Brams Religion durchsetzen. Ja, komm, haben wir eigentlich kein Problem mit. Ja. Erstmal ja, ein vorkommende Ressource Öl wurde entdeckt. Goldenes Zeitalter ist leider vorbei. Sieben Öl. Wird später im Spiel für starke Einheiten benötigt. Wenn für eine Stadt bewirtschaftet, plus 1 Produktion. Ja, geil. Heißt, ich habe schon mal Öl. Das ist ja nice. Ihr habt die Biologie entdeckt. Ja, Mann. Ja, wir haben uns jetzt mit Ilife verbunden. Sehr schön. Gefällt mir. Modernisieren. Und Produktion wählen. Was kann man jetzt hier? Lass das hier abbauen. Oh, da können wir noch was bauen. Da können wir auch nochmal ein Krankenhaus bauen, würde ich einfach mal jetzt mal behaupten. Nicht so. Was bauen wir denn hier? Hier um. Die Runde. So, erlassen Weltausstellung. Erlassen Weltreligion Judentum wird zugelassen. Ja. Genau, jetzt kannst du nämlich die Weltausstellung erforschen. Jetzt kann ich die Weltausstellung erforschen. Genau. Lass die Produktion dieser Stadt in das Projekt Weltausstellung einfließen. Dieses Projekt ist zu 0% abgeschlossen. Ausgerichtet. Jetzt muss ich gucken, in welcher Stadt ich das mache. Ja, welche die größte Produktion bietet. Ja, da würde ich einfach mal sagen, das ist eindeutig Idee, ne? Aber Istanbul hat gerade nichts zu tun. Wie gesagt, wer gewinnt, also wer quasi am meisten dazu beiträgt, der kriegt 100% auf Kultur für 20 Runden. Wow, das ist ja abgefahren. Wie viel Produktion haben deine Städte so? Was hat deine höchste? 70. 70? Okay. Meine Hauptstadt hat 70 Produktion. Und die benutzt du dafür aber vermutlich dann auch, ne? Werde ich dafür gerade auch benutzen, ne? Ja, dann baue ich mal lieber meinen Archäologen. Weil ich habe keine Stadt mit 70 Dingern. Da brauche ich ja mich quasi gar nicht dran zu beteiligen. So, da können wir auch noch das Krankenhaus. Aber es könnte sein, dass das für uns beide gilt. Ja, das könnte ja gut sein, wenn du das gewinnst. Warten auf Spieler. Ja. So, babum. Das. Verschießen. So. Reinrennen. Alles klar, Stadt annektieren. Oh Gott. Bram fängt an zu annektieren, ne? Bram hat annektiert. Komm, mach das hier. Okay, das Öl, so, bleibt du darfst dahin. Da. Gucken wir, was jetzt einmal ein Archäologen. Darfst da sitzen bleiben? Was ist das hier eigentlich? Ist das so eine Bananenplantage oder was ist das? Krankenhaus bauen. Was können wir hier oben bauen? Hier können wir jetzt mal ein Steinwerk bauen. Was? Das sieht nach Bananenplantage aus, was ich hier hab. Ah, oh, nett. Keine Ahnung, was auch immer das da ist, dieses Gebäude da. Ich weiß es nicht. Okay, nächste Runde. Komm. Ja, was ist los hier? Go, go. Do it, bitch. Do it, bitch, Mami. Oh. Ihr seid am Zug. Lol. So, die andere kann ich mal modernisieren. So, die setze ich da rein. Cool, da ist Öl im Meer. Wie fett ist das denn? Also so eine Ölquelle. Ich hab nur noch nicht ganz dann verstanden. Haben wir das Judentum auf meinem Kontinent quasi komplett. Alte Ruinen wurden entdeckt. Da hinten. Kann man was bauen? Sehr gut. Nächste Runde.
So. Mein Archäologe müsste doch jetzt eigentlich fertig sein. Also. Eine große Persönlichkeit wurde geboren. Oh, das ist die Runde auch schon wieder vorbei, Hardy. Oh ja, hast recht. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Sonntag um 19 Uhr geht's weiter. Und bis dann, ein schönes Wochenende. Haut rein. Tschüss.